Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Lernt bis letzten Monat 2015. So, wie man hier unschwer sehen kann, war ich fleißig. Ich habe hier ein paar Felder mit dem Flug verbunden. Und wie erwartet, da war ziemlich viel Arbeit. Ich glaube, ich saß da etwa eine Stunde oder sowas dran. Also habe hier eben mit dem Flug alles. Ja, alles krass umgepflügt und auch schon mal gesät. Dann einmal eben noch Kunst ein bisschen streuen. Und dann können wir es hier auch schon wachsen lassen. So. Hier muss komplett noch gestreut werden. Ja, hier habe ich mir natürlich zunutze gemacht, dass hier die ganzen Sachen durchfahrbar sind. Dass man einfach ohne Probleme durchfahren kann. Habe ich da hinten nur auf Seite gestellt. Den können wir ja gleich noch. Eigentlich müssen wir die Zeit jetzt schneller machen. So. Ja, ich sehe, dass wir hier jetzt nicht ganz ordentlich arbeiten, aber das muss jetzt mal ohne. Das muss jetzt einfach mal so gehen. So. So, jetzt haben wir hier nämlich ein riesiges Feld. Und ich habe dann noch an den Kanten überall ein bisschen so abgerundet, dass man mit der Sämaschine, in dem Fall vorhin, ein bisschen besser arbeiten kann. Und da nicht so große Probleme hat. Also ich habe die, beziehungsweise große Probleme hatte man nicht auf Kartoffeln. Wissen wir, wo Kartoffeln gelagert sind? Nee, ne? Genau, hier. Neben dem Mähdrescher. Ja, habe ich ja alles eingeräumt. So. Dann müssen wir den Trecker hier mal eben. So, machen wir den Gruber ab. Ach ne, halt, einen Anhänger haben wir. Ja, ist auch egal. Verkaufen wir hier eben noch die Gerste, auch wenn wir eigentlich noch, obwohl der Anhänger ja, nur zu 50% voll ist, aber das geht schon. Ja. Den kleinen, das ist eigentlich T4, glaube ich, ne? Ja, T4, ein T4 ist es. Haben wir noch mal, haben wir jetzt noch mal ein bisschen Geld gekriegt und jetzt reift hier alles vor sich hin. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Hätten wir eigentlich schon wachsen lassen sollen, aber ja, zum Beispiel habe ich hier die Kante rausgenommen. Oh, hier die Kante hätte man auch noch rausnehmen können.
Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal eben. So. Der Trick war was. Ne, der Trick war was. Sämaschine baue ich nämlich und Gruber. Machen wir da vorne den kleinen Knick noch eben raus. Oh. Hängt trotzdem. Wir fahren einfach mal hier gerade durch. Dass wir hier rechtzeitig raus kommen. Ja, passt. Und dann hier natürlich driften wir jetzt mit dem Scheiß Ding jetzt hier wieder total. Das ist echt schrecklich. Da bin ich auch ziemlich froh, dass wir die andere Sämaschine nutzen. Kunstdünger auch schon überall streut, dann warten wir jetzt mal, bis es Tag wird. Ja, eigentlich könnten wir bald mal in Tiere investieren. Also, wir haben zwar, oh, wobei, ja, weiß ich nicht, in was für Tiere, ja, hier können wir nur als Mods, sonst sind da bei manchen Maps noch Rinder und Schweinezucht oder so was. Hier, da ein Silo, da ein Silo. Ja. Ich weiß auch noch gar nicht, in was wir investieren sollen. Schweinhof, Schafhof, Landhandel. Die neuen. Das kann man hier natürlich wieder sehr schön erkennen. So könnte man ein Sägewerk, ein Maschinenhändler, Fackschnitzellager, Schafhof, die sechs Schweinehof. Kuhhof von Landhandel. Ah, okay, so richtig schlau werde ich hier aus leider nicht. So. Und hoffen wir, dass es hier nochmal reif wird. Und aber eine schöne Sache, die jetzt gefixt wurde, dass man auf der Seite bleibt, die man zuletzt angewählt hat. Hier kann man sehen. In der Wachstumsphase. Mal gucken, welchen, ja, mal wie viel, können wir mal eben noch gucken,
Wie viel wir für unseren Mähdrescher jetzt kriegen würden, Garage. Na, so 62.000. Hole ich mal meinen Rechner raus und dann rechnen wir mal, wie viel wir denn da so. Okay. Dann kriegen wir 63.000 raus. Rechnen wir mal eben erstmal. Ja, 63.000 plus 27. Sind, na, da wären wir bei 90. So, und wir brauchen, ja, also ich bin doch eigentlich dafür, dass wir uns den großen holen, also nicht den ganz großen, aber den großen. Und eigentlich bin ich auch schon dafür, dass wir uns, dass wir dann auch relativ früh in einen. Warte mal, da muss ich jetzt aber mal. Ah ne, ich glaube, die Mods habe ich rausgeschmissen. Ja. Ich hatte nämlich so richtig schöne Überladewagen, so, die waren so kleine. Und die waren dann ganz praktisch, wenn man die an einem kleineren Trecker hatte. Vorne mit Häcksler und dann mit Helfer. Und dann konnte man immer dann da abfahren, wenn der voll war. Ja. Ja, da müssen wir jetzt leider ein bisschen warten. Ich glaube, ich werde dann an der Stelle nochmal einen Cut setzen und warten, bis hier alles reif ist. Sonst kann ich nur sagen, bis gleich. Willkommen wieder zurück. So, ich habe jetzt alles einmal ein bisschen reifen lassen. So, einmal hier eben. Dann können wir nämlich hier auch. Dann folgen wir dem hier jetzt mal. Wir machen jetzt erstmal selbst einen auf Gerescherfahrer. Und gucken dann mal, wie viel wir hier zusammenkriegen. Und ob wir uns davon schon den anderen Drescher kaufen können. Und ich glaube, ich werde dieses Projekt hier nicht mehr lange führen. Nein, ich glaube, hier lassen wir die Finger von. Weil ich finde, ich muss sagen, also die Map so generell ist schön aufgebaut. Aber allein. Die Sache, dass hier kein Lager vorhanden ist, beziehungsweise ich das Lager nicht gefunden habe, werde ich das erstmal pausieren, bis ich, sag ich mal, zum Beispiel, ja, so Sachen weiß, wo die sind. Oder hier zum Beispiel die Sache mit den Bäumen, dass ich einfach jetzt die Bäume könnte ich, wenn es richtige Bäume wären, ja auch einfach mit der Fräse raus, also abbauen, aber auch verkaufen, aber das geht halt nicht, weil ja, weil einfach so, ich weiß nicht genau, was halt ist, aber sind einfach nur so undurchlässige oder der durch eine durchlässige Baumstämme. Deswegen
es wahrscheinlich demnächst nicht nur oder nur noch, ja, ich will mir jetzt nicht festlegen, aber ich würde sagen, so Holzhausen ist schon so, oder Two Rivers. Oh. Da muss ich noch mal gucken, aber jetzt sage ich erstmal bis zur nächsten Folge und